Schönen guten Tag, mein Name ist Buchheister. Ich arbeite bei der Firma GT Med hier in Teltow. Wir sind ein Medizintechnikunternehmen, was seit 30 Jahren existiert. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir sehr innovative Produkte herstellen. Und ein Produkt möchte ich Ihnen gerne mal vorstellen. Ja, gerne. Das ist ein EKG-Messgerät, was für Patienten gedacht ist, die über Unwohlsein klagen und die dann zum Arzt gehen, aber der Arzt in dem Moment nichts feststellt. Die können von dem Arzt ein solches Gerät bekommen, was sie mit nach Hause nehmen. Und immer wenn sie sich nicht wohlfühlen, können sie das auf den Brustkorb legen und ein EKG aufzeichnen, was dann prompt an den Arzt geliefert wird. Er sozusagen für den Zeitpunkt, wo sich der Patient unwohl fühlt, ein EKG bekommen und dann eine Aussage machen können. Und sozusagen alle 2 bis 3 Jahre sind wir hier vor Ort, um nach Auszubildenden zu suchen, die für uns geeignet sind, um in den diversen Ausbildungsberufen genommen werden zu können. Wir bieten technische Berufe an, wie den Elektroniker und den Informatiker, wie auch den kaufmännischen Beruf der Industriekauffrau. Also die praktische Ausbildung wäre ja bei uns im Unternehmen. Wir sitzen in der Oderstraße 77 in Teltow, 500 Meter vom Ausbildungszentrum hier entfernt. Die theoretische Ausbildung hängt dann davon ab, was es für ein Beruf ist. Der kaufmännische Beruf wurde bisher von uns, die Auszubildenden wurden an das OSZ 2 in Potsdam gegeben zur theoretischen Ausbildung. Ja, der Zukunftspreis, den haben wir bekommen für dieses Produkt, weil wir uns schon sagen, es muss nicht sein, dass wenige Daten wie ein EKG dazu der Patient immer zum Arzt gehen muss, die Daten dort abliefern muss, sondern die Daten können auch elektronisch per Mobilfunk in dem Fall übertragen werden. Denn ein Arzt hat den Vorteil, der Patient wird nicht belastet. Das Zweite ist, der Arzt bekommt schnell die Daten, er kann sie täglich. Und indem er täglich Daten liefert, kann man schneller eingreifen. Ja. Bei der Lösung, hier geht es ums EKG, um Herzrhythmusstörungen. Wenn der Patient sagt, er fühlt sich jetzt nicht wohl, kann er Daten aufzeichnen. Ja, dann Dankeschön.